Herzlich willkommen, meine Lieben, zum nächsten Video heute, zum Fazit vom Spiel Paderborn gegen Kaiserslautern, was ein Spiel. Und dann noch den Blick auf das morgige Spiel gegen Holstein Kiel. Jetzt geht's los, viel Spaß. Und wir starten natürlich direkt mit dem Spiel gegen Kaiserslautern am Freitagabend, wo wir gefühlt aktuell jetzt jederzeit spielen. Freitagsabends, das ist ein geiles Gefühl, immer zu spielen, meiner Meinung nach. Das Wochenende hat man noch vor sich und irgendwie ist halt die Atmosphäre immer cool, wenn man Freitagsabends spielt. Wie findet ihr das? Ja, gegen Kaiserslautern haben wir ja gespielt. Ein Gegner, der direkt unter uns gestanden hat, also direkt parallel mit uns agiert und eine ganz große Qualität hat und man muss auch wirklich einen Respekt sagen, starker Aufsteiger und auch natürlich eine starke Leistung, wie da mit einem Investor umgegangen wurde, als vielleicht andere Fälle, wie zum Beispiel 1860 München. Und es zeigt sich halt bei Kaiserslautern, dass das halt sehr gut klappt. Die haben einfach eine Qualität in diesem Kader, mal einen Ritter, einen Beuth, einen Clement. Da staunen manche gestandenen Zeitligisten, was die für einen Kader haben. Und deshalb wusste ich, dass das ein enges Spiel wird und wirklich eng wird. Beide werden nicht versuchen, wie ich ja im letzten Video schon sagte, vielleicht ganz viele Torchancen sich zu arbeiten, weil jeder eigentlich gewinnen will, aber den anderen kommen lassen will. Oder ja, so konnte man es ja ausdrücken. Und so war das Spiel vielleicht auch nicht direkt, aber man muss sagen, Paderborn ist so gut in dieses Spiel gekommen. Wir haben das Spiel gemacht, wir waren auch wirklich die effektivere Mannschaft, bessere Mannschaft. Und ich finde, da hat sich wieder gezeigt, dass wir einfach ein gutes Team aktuell sind mit dem SC Paderborn. Für viele denken immer, die sich es angucken, ich bin kein Paderborn-Fan. Ich bin Paderborn-Fan, für die, die heute reinschauen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es war jetzt nicht überraschend, dass man da dass man da nicht viele Tore macht, weil es halt ein enges Spiel ist, von den Tabellenplätzen her gesehen auch. Aber wir haben es, wie gesagt, gut gemacht. Und wenn wir uns dann angucken, ich will heute das Video auch kurz halten, natürlich ein bisschen, wenn wir uns angucken, dieses wahnsinnige Tor durch den Freistoß von unserem lieben Heuer, der ja wirklich aktuell einschlägt wie eine Bombe, die letzten Spiele, unser Phantom, der wirklich seine Leistung bringt, sehr verdient auch die Leistung bringt, da muss man ihn wirklich hervorheben, wie man es ja auch schon in der Pressekonferenz und Co. auch gehört hat von Lukas Kwasniok. Es war ein mega Freischuss. Und ich muss euch sagen, und das ist nicht gelogen, ich habe zu meinem besten Freund, der kam gerade im Stadion, weil er gerade auf dem Weg war zur Getränkebude. Ich habe gesagt, bleib stehen, da fällt das Tor. Wir haben uns einen Arm gehalten und dann ist das Tor gefallen. Und ja, wie ihr wisst, ist das Spiel ja auch 1-0 ausgegangen, was ja eine mega Sache war. In so einem wichtigen Spiel 1-0 zu gewinnen, ist vielleicht manchmal wichtiger als 4-0, 5-0. Denn dieses Spiel zeigt halt, wo die Mannschaft steht, dass die Mannschaft wirklich auf einem Mega-Weg ist. Wenn wir uns wirklich angucken, Karlsruhe 1-0 gewonnen, wo man auch nicht ganz mitgerechnet hätte am Ende mehr. Dann in Hannover so ein starkes Spiel gespielt, so ein verrücktes Spiel. Und jetzt auch gegen Kaiserslautern super gespielt. Qualität, Kaiserslautern kam natürlich auch zum Zuge, die hatten ihre Chancen. Auch am Ende, man muss ja auch sagen, Kaiserslautern, wenn wir uns angucken, ich habe mir das Spiel mal gegen Hannover, in Hannover angeguckt von Kaiserslautern, kommt ja auch erst immer in den letzten Minuten. Das war ja auch wirklich bremsgefährlich da. Aber trotzdem haben wir es gerissen und haben 1-0 gewonnen, verdient. Und man hat es auch in der Mannschaft gesehen, in dem Jubel auch von Lukas Krasniok mit seinem Trainerteam. Das macht einfach aktuell wieder Spaß. Wir haben sozusagen diesen Monat abgehakt, hoffentlich, aus dem letzten Jahr, wo es wirklich schleppend war gegen Heidenheim und gegen Bielefeld und Co. Und jetzt freue ich mich auf das morgige Spiel, das ich selbst persönlich nicht sehen kann, weil ich selbst vielleicht da auch kurz zur Werbung im eigenen Einsatz bin. Als Content Creator bin ich eingeladen in Düsseldorf auf ein Benefizspiel bei Turo Düsseldorf. Ab 12.30 Uhr ist der Einlass, also schaut da gerne vorbei, die vielleicht aus der Gegend kommen oder aus der Ecke. Und ja, für die, die jetzt vielleicht schon auf dem Weg nach Kiel sind oder morgen nach Kiel fahren,
da wünsche ich denen natürlich ein sehr spannendes Spiel, denn das wird auch spannend werden, wenn wir uns angucken, dass natürlich das Hinrundenspiel eine ganz mega Leistung war, so hoch gewonnen, aber Kiel muss man halt wirklich auch einen Hut vorziehen, die Leistung die letzten Jahre, auch wenn sie sich jetzt in diesem Jahr auch ein bisschen schwerer getan haben erst, aber jetzt wiedergekommen sind, im Mittelfeld stehen und natürlich auch mit dem Sieg, wenn sie gegen uns gewinnen würden, auch wieder mehr nochmal näher ranrücken, deshalb müssten wir das Ding auf jeden Fall, da müssen wir punkten, das ist klar, das muss ja ganz klar sein, muss man auch sagen, und wir werden in diesem Spiel ja die Schwierigkeit haben, dass das erste Mal ist, dass wir ein paar Spieler verletzt haben, wie man es in der PK gehört hat oder generell jetzt gehört hat. Und das wird uns dann mal zeigen, wie wirklich unsere Qualität ist, denn wir haben eine Breite, das wird immer gelobt und ich lobe es auch und bin sehr gespannt auf die Breite, dass wir halt eigentlich individuell jeden ersetzen können. Das zeigt sich dann bei so einem Spiel wie morgen. Und Kiel ist halt auch ein schwerer Gegner, muss man sagen. Es ist jeder Gegner schwer, aber Kiel hat natürlich die Besonderheit, dass sie da den einen oder anderen Spieler haben wie Luis Holtby. Wenn der mal einen guten Tag hat, ihr wisst, Luis Holtby hat eine starke Karriere hinter sich, dann ist es auch schwer, gegen Luis Holtby zu spielen. Und deshalb bin ich sehr gespannt. Kiel gegen Kiel ist es möglich, Punkt zu punkten. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Aufwärtstrend aktuell läuft. Wir müssen auch ja aufpassen, dass natürlich der HSV und natürlich die Darmstädter nicht wieder weiterpunkten. Aber da ist es ja jetzt auch spannend, dass sie ja gegeneinander spielen. Also da nehmen sich die Punkte irgendjemand weg oder unentschieden. Da bin ich echt gespannt. Auch da natürlich Grüße nach Darmstadt, weil ich finde echt krasse Leistung, was da passiert, wie da Fußball gespielt wird, wie man von peu à peu dort wirklich die ganze Zeit punktet. Und eine sehr starke Qualität, die Bundesliga-reif jetzt ist. Man muss man natürlich gucken, wie dann der SV Darmstadt sich dann auch in der ersten Liga präsentieren kann. Meiner Meinung nach wird das sehr, sehr schwer sein, an Darmstadt noch vorbeizukommen. Wer weiß, Darmstadt kann auch nochmal patzen. Und der HSV ist ja natürlich bekannt, dass er vielleicht mal patzt, hoffentlich. Und Heidenheim wird aber nicht, meiner Meinung nach, konstant da oben noch stehen. Mal gucken. Hoffentlich nicht. Weil es ist echt spannend, wenn man sagen muss, ich muss nicht unbedingt aufsteigen, aber es macht Spaß, da oben natürlich mitzuspielen. Wenn du erfolgreich bist, macht es immer Spaß als Fan dann. Wenn du gewinnst, wenn du coole Spiele erlebst, die spannend sind. Und wenn du das Spiel verlierst und es war spannend, dann macht es ja trotzdem Spaß. Jetzt habe ich aber, glaube ich, schon wieder viel zu viel geredet. Und noch eine Werbung für euch, wer reinschaut gerade, am Montag, 27. findet in Bielefeld in Russheide ein Benefizspiel statt, da bin ich auch vor Ort, da werden auch der ein oder andere Prominente sein, ich habe auch schon gelesen, U21-Spieler Mustafa Dogan unter anderem, Koray Dak, also wird sehr spannend werden da auch, vielleicht seid ihr auch da, ich bin auf jeden Fall da, ihr könnt gerne mit mir ein Foto machen. Denn zum Foto wollte ich noch was sagen. Danke an die, die mich am Freitag gegen Kaiserslautern angesprochen haben. Für mich ist das immer noch nicht ganz real, dass Leute mich ansprechen wegen der Wochenschau, Mittwoch ein Foto machen wollen oder Co. Auch Karneval ist das passiert, also spricht mich an, traut euch. Ich habe den einen oder anderen schon gehört, der sagte, nee, ich habe mich nicht getraut, mich anzusprechen. Traut euch. Ich habe mehr Angst vor euch, als ihr vor mir haben müsst. So habe ich das aus Spaß letztens gesagt. Und ich freue mich auf euch oder euch zu sehen und spätestens dann nächsten Freitag gegen Pauli, wo ich dann auch natürlich in der Woche wieder auf das Spiel blicke, auch wenn ich das Spiel morgen nicht sehen werde, werde ich natürlich ein paar Ausschnitte mir angucken und euch dann ein bisschen nochmal was zu erzählen, meine Meinung. Ich versuche euch hier mit meinem Format so ein bisschen einfach allgemein über den SCP zu informieren oder halt meine Sichtweisen reinbringen, wenn es auch nicht manchmal immer ganz sportlich ist oder auf die sportliche Sache, aber freue mich, dass ihr reinschaltet. Ich sehe alle aufrufen, dass da einige reingucken. Also schöne Grüße an euch alle. Lasst gerne hier bei der Wochenschau mit und ein Follow, würde ich mich mega freuen. Und ein Abo, sagt man eher. Und teilt das Video, freue mich auf eure Kommentare. Und seid gespannt, schaut gerne auf TikTok vorbei, Wochenschau Mittwoch, lasst da auch ein Follow, da würde ich mich mega freuen und auch natürlich auf Instagram. Tschüss und wir sehen uns.